Hallo und herzlich willkommen zu Tag 2 auf der Eurobike. Wir haben noch einige Fragen von euch bekommen und haben noch nicht alles herzeigen können. Deswegen haben wir noch einen Teil 2 angehängt und der ist nicht minder interessant, wie wir finden. Es lohnt sich auf jeden Fall wieder zuzuschauen. Also wir sind heute zu Gast bei Brompton. Der Jan wird uns kurz erklären, was sein Rad so einzigartig macht und wie schnell er es aufbauen kann. Hallo Jan. Hi. Ja, die Einzigartigkeit dieses Rads sieht man ja schon hier, ne? Super klein zu falten. Das ist, glaube ich, auch das, was Brompton ausmacht seit über 30 Jahren. Wir sind ein Faltrad, passt überall rein, in die Bahn, in den Kofferraum, ins Taxi oder unter den Tisch im Restaurant. Aufzufalten, ganz easy. Fängt mit dem Lenker an. Fügt den Sattel hinzu. Und ich mache das jetzt mal wie ein Profi natürlich, ganz klar. Und schon. Wow. Ein fertig ausgefaltetes Faltüberklapprad. Mega geil. Heißt, ich kann damit jetzt einfach losfahren und zack durch die Stadt. Bin genau. Genauso schnell von der Übersetzung, oder? Genau. 16 Zoll ist vielleicht für den einen oder anderen etwas gewöhnungsbedürftig, fährt aber von der Sitzhöhe und auch von Fahreigenschaften eigentlich wie ein großes. Ja, das muss man erleben. Wir haben ja auch einen Demostand auf der Eurobike, dementsprechend einfach mal ausprobieren oder beim Händler in der Nähe natürlich. Das kann man. Und die Verwindungssteifigkeit ist gegeben, was ich so gelesen habe, sind handgeschweißt die Rahmen, oder? Genau. In UK. Handgelötet sogar, gelötet. Also nennt sich das hier bei uns der Vorgang. Genau, die Verbindungsstücke, 30 Jahre erprobt. Bei uns ist, glaube ich, noch nie ein Rahmen zurückgekommen, der irgendwie auseinandergebrochen ist. Also darauf kann man, glaube ich, bauen und setzen. Du weißt schon, du bist bei Freeride Inc. Austria. Das ist dann so, wir fahren auch ein bisschen Downhill und ja. Freeride. Nimm's mit auf die Trails, überhaupt kein Problem. Petra, was sagst du? Das ist jetzt dein Programm, das werden wir testen. Petra am Pumpcheck. Gerade bei Bolt. Der Tobi wird uns jetzt die neue Technologie mal vorstellen. Hallo Tobi. Servus, hi, herzlich willkommen beim Bolt-Stand auf der Eurobike, neuerdings in Frankfurt. Ja, herzlich willkommen und wir stehen hier und ich zeige es euch mal. Das Lincoln vom Bolt wurde 2022 vorgestellt und ich glaube, ihr hattet es bei eurem Kanal noch nicht gefeatured. Deswegen erkläre ich mal was generell ganz zum Bike. Ist halt auch ja, komplett neues Design. Komplett ein eigenes Bolt-Bike mit einem neuartigen Hinterbausystem. Ich glaube, wie man schon erkennen kann, hier haben wir jetzt einen Cut-Out-Framer von der anderen Seite, wo man es jetzt gerade filmt. Man sieht auch wieder mal nichts, also der Dämpfer ist quasi komplett im Rahmen integriert. Ja, ist halt ein Bike, was voll die Innovation, Integration und vor allem auch die Performance am Trail widerspiegeln soll. Mega geil, also für den Trail ausgelegt, das ist genau für uns, weil wir sind ja Freeride Inc. und wir fahren viele Trails. Ja. Federweg hinten? Also hier beim Lincoln gibt es zwei Varianten. Wir haben 150 mm Hinterbau oder 135 mm Hinterbau. Nettes Feature am Rande, wir haben immer den gleichen Dämpfer und den gleichen Rahmen. Wenn ich quasi 135 mm Bike fahren möchte, kann ich einfach hier das Innerlink tauschen. Es ist erhältlich im Handel und kann einfach auch mal, wenn ich möchte, ein 150er oder 135er fahren. Und das ist super, ja, super, um sich selber das Rad auch vielleicht anzupassen. Wenn man auch einen Steuersatzwinkel anpassen möchte, kann man auch einfach die Lagerschalen rausnehmen, 180 Grad drehen und kann dann auch ein bisschen an dem ganzen Rad ein bisschen rumspielen und sich ein bisschen anpassen. Also das heißt, das sind zwei Räder in einem, weil wenn ich jetzt Transalp fahre, brauche ich weniger Federweg, dass ich ein bisschen Performance mehr habe. Zum Beispiel, und wenn ich mehr Trails ballern will im Bikepark, dann habe ich einen größeren Dämpfer und kann das rein genau, theoretisch umsetzen. Ja, genau. Kann man eigentlich alles in einem Rad vereinen. Ja. Feder doch mal bitte ein, wie sich das, ja, genau. Wie das aussieht. Zeig mal hier unserem Modell, wie sich der ganze Hinterbau verhält. Sieht man quasi die Drehpunkte. Der untere vor allem ein großer Drehpunkt, der um das Tretlager geht, der sich dann komplett dreht mit zwei großen Lagern. Und oben haben wir nochmal zwei kleinere Linkages, die den oberen Drehpunkt dann quasi widerspiegeln. Ja. Bei Bolt rein alles Carbon. Alles. Ja. Hinterbau und. Ja, genau. Je nach Modell Unterschiede haben wir halt wie gesagt diese 135er oder eine 50er Variante, aber immer der gleiche HMX Carbon Rahmen. Ja.
bei ausgewählten Händlern, wie du schon gesagt hast, in Deutschland zur Verfügung. Genau, gibt es in Small, Medium, Large und X-Large ganz normal. Ja, ist verfügbar und ich würde es jedem mal empfehlen, einmal auszuprobieren. Kann man es hier auf der Eurobike testen? Wir haben sogar ein Rad da zum Testen. Ja. Ein Rad? Ja, in Größe Medium kann man es ausprobieren. Ja. Wir können gerne noch auf ein ganz kurzes Highlight vielleicht eingehen. Und zwar haben wir am Bike ein sogenanntes Save the Day Kit. Vielleicht ist dir gar nicht aufgefallen, wenn man es von außen nicht sieht. Ich habe es nicht gesehen. Ja, ja, genau. Und dann machen wir jetzt mal, öffnen wir mal den Kofferraum. Vorführeffekt. Ja, das ist das Tool quasi schon runtergekommen. Also wir sehen hier mit einem Magneten ein kleines Tool im Rahmen quasi unten an der, mit einem Moosgummi hier unten am Bike befestigt. Macht dann auch keine Geräusche, weil es wie gesagt mit Magneten hier gehalten wird. Und dann noch ein schönes Highlight. Ziehen wir hier raus. Ein großes, ja, Safety Day Kit, wie wir es nennen. Das Schmugglerfach auch genannt. Schmugglerfach, genau. Okay. Ist da jetzt eine Pumpe drinnen, ein Schlauch, ein Reifenheber. Super. Und hier oben habe ich noch die Möglichkeit, über einen Magneten ein paar Chainlinks dran zu machen. Boah, mega geil. Genau das vergesse ich immer, weil die Petra es dann dabei hat und sagt, das nächste Mal nimmst du es aber selber mit. Ja, das ist eure Bike. Und wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, schaut es euch an. Wir sind bis Sonntag natürlich da und man kann auch mal ein Rad ausprobieren, wenn ihr Lust habt. Wir sind zu Gast bei Bergamont. Hier habe ich den Klaus als Ansprechpartner. Wir kennen uns schon lange von der Transalp. Ja, wir sind ja alte Transalp-Partner. Ihr habt ja schon des Öfteren Bikes von uns, also bei Scott, ausgeliehen und seid dann damit die Bike Transalp jedes Mal eigentlich immer sehr erfolgreich mitgefahren in sehr interessanten Outfits eigentlich immer, also mit Dirndl und mit Lederhose, was natürlich immer ein super Hingucker gewesen ist. Und deswegen fand ich das eigentlich auch immer so spannend, wie ihr bei der Bike Transalp mit dabei gewesen seid. Ja, vielen Dank dazu. Wir sind auch gut durchgekommen und heute sind wir an der Eurobike am Baum des Lebens. Willst du uns heute näher bringen, was Bergamont zu bieten hat, oder? Ja, genau. Also Bergamont ist ja ein Teil der Scott Sports Group und deswegen bin ich eben auch für Bergamont tätig. Und wir haben hier einen Baum aus alten Hölzern gebaut. Das soll so ein bisschen eine kleine Reminiszenz an, ja, an den mobilen Wandel sein, dass man einfach Unterstützung gibt, wie kann man neue Mobilität fördern und dass alles ein bisschen nachhaltiger wird, dass die Leute ein bisschen mehr mit dem Bike unterwegs sind, die Umwelt schützen und weniger mit dem Auto fahren. Und dafür bietet eigentlich Bergamont die richtigen Produkte an. Wir sind jetzt hier im Gravel-Bereich, oder? Das ist das Gravel-Bike. Genau. Ich schätze mal, ja, Aluminium, gehe ich mal von aus. Genau, das ist das Grandurance 8. Das ist das am besten ausgestattete Gravel-Bike von Bergamont. Hat eine komplette GRX-Ausstattung. Und ist sehr preissensibel mit einem Aluminiumrahmen, aber hat alle Züge integriert und eigentlich alles, was das Herz so begehrt, an einem Gravelbike mit dabei. Also man hat überall die Anschraubpunkte, dass man seine Micro-Adventure-Taschen mit anbringen kann und wirklich auf große Reise damit auch gehen kann. Aber ich zeige euch ganz gerne noch ein paar andere Gravelbikes von uns, weil das geht natürlich noch ein bisschen weiter hinaus. Also wir bieten auch einen Randonneur an. Und da gehen wir einfach mal rüber auf die andere Seite. Dann schauen wir mal ums Eck. Ah, jetzt kommt. Ah ja, hier sieht man schon. Fangen wir vorne an. Das Grandurance Elite, das ist eigentlich das Pendant zu dem Bike, was ich euch soeben gezeigt habe. Nur hat es einen Carbonrahmen, ist noch ein bisschen leichter als das Aluminiummodell, hat aber eigentlich die gleichen Features, gleiche Rahmengeometrie. Und auch die Anschraubpunkte, dass man eben seine Taschen für die Micro-Adventure da super gut anbringen kann. Man kann zum Beispiel auch hier vorne den Gepäckträger noch mit installieren, dass man wirklich seine Taschen und einen Lowrider wunderbar befestigen kann. Und was ein ganz tolles Feature bei Bergamont ist, was beim Grandurance Elite gleich noch mit dabei ist, ist die versenkbare Sattelstütze. Das ist super cool. Kann man hier oben über den Hebel bedienen. Über den Shifter. Wow, cool. Ja, das ist. Früher hat man Kettenblätter vorne gehabt, jetzt kann man sozusagen Sattelstütze absenken. Genau, super richtig. Cool. Und das gibt es eben auch noch als Pendant mit Schutzblech, Licht und Gepäckträger, als sogenannten Randonneur. Das ist unser Grandurance RD Elite. Heißt, ihr habt praktisch 1, 2, 3, 4 Räder und ich kann jeden Bereich damit abdecken. So wie ich Bergamont in der Vergangenheit, kommt ja aus Hamburg. Richtig, Bergamont ist eine original Hamburger Firma
und da sind die Berge nicht so groß, dafür sind die Straßen umso länger und deswegen ist man da eigentlich super mit einem Gravelbike unterwegs. Mega geil, also Preis-Leistung ist ja auch gegeben, ich denke mal. Preis-Leistung ist auf jeden Fall gegeben, also Bergamont bietet auch noch andere Ausstattungsvarianten von Grandurance an, sodass man für seinen Preis eigentlich auch immer das richtige Gravelbike finden kann. Mega gut. Nochmal bei Trickstuff zu Gast. Was ich auch so ein bisschen nur wusste, nicht nur gute Bremsklötze, sondern auch eine sehr, sehr gute Bremse, was ich gerade gesehen habe. Die werden wir euch jetzt mal ein bisschen näher bringen. Hallo. Hallo. Ich bin's nochmal, der Dirk. Das ist unsere Piccola HD Carbonbremse. Eine All-Mountain-Bremse. Ist quasi eine Kombination von unserer Cross-Country-Bremse Piccola, was den Bremsgeber angeht, was die Pumpe angeht, kombiniert mit dem Enduro-Vierkolben-Sattel. Also quasi das Beste aus zwei Welten. Bremse ist von der Bremskraft her absolut Enduro-tauglich. Es gibt Downhiller, die damit fahren. Besonderheit bei unseren Bremsen ist, dass sie alle hochpräzise gefertigt sind. Wir verwenden vier Kugellager im Bremshebel. Da ist keinerlei Spiel in keine Richtung. Sehr definierter Druckpunkt. Bremse ist nicht nur stark, sondern was eben auch sehr wichtig ist, extrem gut dosierbar. Sprich, ich habe kein digitales Bremsverhalten, sondern kann die Bremse sehr fein und sehr gefühlvoll dosieren. Wow, ich habe es nämlich auch hier bei der Bremse, wenn man den Hebel wirklich in die Hand nimmt und drückt, oder auch bei dieser hier, er bewegt sich nicht nach unten, nach oben und er hat einen mega guten Druckpunkt, also man merkt es wirklich, ja. Wirklich sehr, sehr schön. Das Einzige, die Wartezeit auf die Bremse beträgt derzeit knapp 2 Jahre und von dem her wisst ihr, warum wir euch gestern die Klötzchen vorgestellt haben. Erstmal heißt es wohl tunen mit den Bremsbelägen. Transalp ist mein Gebiet, deswegen darf ich jetzt mit dem Klaus zusammen unser Transalp-Rad vorstellen. Das ist allerdings schon das Rad von der nächsten Saison natürlich, aber es ist gar nicht so viel Unterschied. Alles natürlich noch ein bisschen abgedatet, aber ihr werdet sehen, was wir heuer gefahren sind und eben auch, was es dann im nächsten Jahr gibt. Und für alle, die gefragt haben, wie es eben aussieht mit dem Bike, hier der Fachmann. Also Petra, du bist ja jetzt dieses Jahr auf der Bike Transalp das Spark 910 gefahren. Das hatte 130 mm Federweg. Und für nächstes Jahr gibt es noch ein kleines Update. Unser Spark Super Trail. Das hat ein bisschen mehr Federweg, 140 mm Federweg vorne und hinten. Oh, und der integrierte Dämpfer hat auch noch ein Piggypack mit dran, sodass man eine andere Federkennlinie damit auch noch erreichen kann, sodass das Bike einfach wesentlich besser nochmal auf dem Trail unterwegs ist. Klingt perfekt. Genau. Ja, was haben wir denn sonst so alles? Also das Bike ist eigentlich komplett ausgestattet mit allem, was das Herz begehrt, mit der SRAM Access komplett, hat natürlich auch hier unseren Twinlock-Hebel mit dabei, wo du die 3 von Scott gewohnten Fahrstufen hast, Open, Traction-Modus und Lockout, und du bedienst immer beides zugleich, Gabel und Dämpfer immer in einem. Und was schon letztes Jahr beim Spark gewesen ist und in 23 auch wieder mit dabei sein wird, ist der Hebel für die Dropper-Pause, der ist auch noch mit integriert, sodass alles schön aufgeräumt ist, man ein super cleanes Cockpit hat. Die Züge sind hier alle komplett mit integriert, sodass das Bike wirklich super aufgeräumt und super clean aussieht. Gleichzeitig kannst du wie bei den anderen Sparks auch hier unten die Serviceklappe öffnen und kommst wunderbar an den Dämpfer ran und kannst dort unten Setup machen und kannst alle Wartungsarbeiten an dem Bike erledigen, weil du eine schöne große Klappe hast, wo du an alle Züge rankommst. Eine große Klappe, ja, so genau, ähnlich wie ich. Oh je, nee. Ja, sieht mega aus, das Fahrrad. Da würde ich sagen, freue ich mich auf die Transalp im nächsten Jahr. Genau. Alles klar, dann sehen wir uns, oder? Auf jeden Fall, wie könnte es anders sein? Wir sind heute bei Rocky Mountain, bei einer sehr alten Marke, die Charakter hat, die ich aus meiner Lehrzeit kenne und schon viele Jahre davor, wo ich noch gar nicht geplant war. Hallo Florian. Hallo, servus. Ist es so mit Rocky Mountain, oder? Mehr oder weniger schon, ja. Also es ist 83 ist die Firma entstanden und ja, heute immer noch in Eigentümerhand. Ja, aber du hast recht. Also Rocky mit einer der ersten Mountainbike-Marken, vor allem die Freeriden mehr oder weniger erfunden haben. Ein paar Neuigkeiten haben wir auf jeden Fall für euch. Einmal neben den neuen Farben haben wir es
Topmodell der Altitude EWS Enduro Serie mit drin, für 2023. Und ja, was soll ich dazu sagen? Federweg? 170 an der Front, 160 am Heck. Kann man auch noch bergauf treten? Mega gut. Wir haben einen Ride 4 bzw. Ride 9 Chip hier. Du kannst in 9 verschiedenen Positionen die Geometrie einstellen und somit entweder ein potenzielles Bergaufrad machen, aber noch ein potenzielleres Bergabrad machen in dem Fall. Interessant. Das noch interessantere ist, dass wir den Shock Mount, also wo der Dämpfer am Oberrohr befestigt ist, einen neuen Mount bekommen haben. Der ist es quasi der MX Mount. Den du jetzt hier in der Hand hast? Aha, genau. Okay. Den hast du quasi, oder den hast du nicht, doch den hast du, den brauchst du, um das Rad noch potenzieller zu machen. Sprich, der MX-Mount versetzt den Dämpfer um 5 bis 7 mm nach hinten. Im ersten Moment ein bisschen unlogisch, weil es ist ja warum, wieso, weshalb. Lenkwinkel wird steiler, aber es kommt der Clou, warum wir das Ganze gemacht haben. Das ganze Rad fährst du dann nicht Mallet. Mallet, 27,5 Zoll hinten, 29 Zoll vorne. Warum das Ganze? Du hast ein bergab laufruhigeres Fahrrad, du hast berghoch eine bessere Performance, weil der Dämpfer progressiver dadurch ist. Also sprich, bevor er wegsackt, ist der ganze Dämpfer härter, ohne dass du ihn lockst. Aber nach hinten raus, also wenn du bergab fährst und die Schläge von unten kommen, ist das Fahrwerk um einiges sensibler und dadurch noch mehr Spaß auf dem Rad. Ganz unser Motto, Love the Ride. Das heißt, ich kann das obere Teil, was du jetzt gerade in der Hand gehalten hast, einfach aus dem Rahmen rausnehmen. Mit zwei Schrauben. Das auswechseln. Du brauchst keinen neuen Dämpfer, keine neue Gabel, nur in Anführungsstrichen ein neues Hinterrad. Mit 27,5 statt 29 Zoll. Und hast du ein super potenzielles Rad, was noch mehr Spaß macht, aufgrund dessen, weil die Federwegskennlinie besser wird, der Hinterbau dadurch besser arbeitet, feinfühliger arbeitet und das Ganze dir einfach natürlich noch mehr Spaß bringt beim Bergabfahren. Also es ist so ein bisschen, ich kann aus dem Rad genau das machen, was ich eigentlich gerade brauche, von bis, genau, wie du es gerade erklärt hast. Genau, und wenn du sagen wir mal, so ein richtiger Raketentechniker bist, wobei du nicht einmal eine Raketentechniker-Ausbildung brauchst dafür, könntest du theoretisch aus dem Altitude ein potenzielles Trailbike machen. Sprich, ein Instinct. Instinct und Altitude sind beides die gleichen Rahmen. Okay. Du wechselst bei den Carbon-Modellen nur eben diesen Shockmount, also die Dämpferaufnahme, aus und hast dann aber halt natürlich weniger Federweg vorne, einen anderen Dämpfer, aber könntest dann zum Beispiel in dem Fall wirklich ein Trailbike machen mit 140 mm hinten, 150 mm vorne. Das mit dem kleinen Teil, was du in der Hand hast, kann ich dann sozusagen nochmal... Im Endeffekt haben wir drei verschiedene. Der standardverbaute Mount fürs Altitude, den MX-Mount für die Mitte und dann vom Instinct, was wir hinter uns sehen. Wenn ich den jetzt mal daneben halte, seht ihr gleich, dass das Ganze einen anderen Shape hat. Und somit haben wir beim Instinct eben 150 an der Front, 140 am Heck. Potenzielles, sehr, sehr gutes Trailbike. Und beim Altitude eben wie sagt man so schön, ich kann aus einer Enduro-Waffe einfach ein Trailbike bauen. Ja. Genau. Wow, interessant. Ja, geil. Das war jetzt euer Bio-Auftritt. Jetzt gehen wir kurz mal zu ihr rüber. Springen wir ganz rüber. Jetzt sind wir beim E-Mountainbike. Genau, Design Innovation Award. Wir haben im ersten Jahr den gewonnen, wie wir vor 4-5 Jahren das erste Modell vorgestellt hatten. Haben letztes Jahr, Entschuldigung, 2022 haben wir dieses Jahr das neue Modell, also den Dynami 4.0 Motor vorgestellt. Und haben in dem Fall auch wieder gewonnen. Sehr stolz drauf. Auch hier haben wir die Möglichkeit, beim Altitude quasi den MX-Mount zu verbauen, um auch da ein sehr potenzielles, drehfreudiges und laufruhigeres Altitude-E-Bike auf den Trail zu bekommen. Also gleichen Features wie beim Bio-Bike, eben auch hier am E-Mountainbike. Ich sehe es, ich lese nirgendwo eine Marke. Ich glaube, ihr habt einen eigenen Motor, oder?
So ist es. Dementsprechend sind wir auch sehr, sehr stolz drauf und haben auch glücklicherweise den Design Innovation Award gewonnen. Wir haben über Jahre hinweg wirklich angefangen zu tüfteln, zu tun, zu machen, zu testen, allem drum und dran, um dann wirklich einen eigenen Motor auf die Schiene zu bringen. Warum der ganze Aufwand? Alle Motoren auf dem Markt haben, ja, sag ich mal, sind vorgegeben, wie du einen Rahmen drumherum bauen musst, damit der in den Rahmen passt. Wir haben gesagt, hey, wir kommen aus Kanada, wir kommen von den North Shores, machen wir nicht. Wir gehen her und machen unseren eigenen Motor. Warum? Weil wir unserer Meinung nach sehr gute Rahmengeometrien haben, sehr passende Rahmengeometrien haben, mit denen man ein Love-the-Ride-Feeling verpasst bekommt, sage ich jetzt mal so. Und haben quasi den Motor für den Rahmen gebaut. Nicht einen Rahmen für den Motor, sondern genau andersrum, wie alle anderen es gemacht haben, den Motor für unseren Rahmen gebaut. So, wir sind jetzt mal bei Cosmic Sports. Du bist der? Ich bin der Daniel, mich bei Cosmic Sports ums Marketing. Und freue mich, euch hier bei uns am Stand zu haben. Super cool. Wir haben einen Blog, wie wir dir gerade erklärt haben, ja. Freeride Inc. Austria. Ja. Fahren viel Mountainbike, schwärmen immer über eure Marken. Wie seid ihr so groß geworden? Also man darf nicht vergessen, uns gibt es dieses Jahr 25 Jahre. Also wir haben im Dezember unseren 25. Geburtstag. Haben ganz klein angefangen tatsächlich zu den... Ich hoffe, wir sind eingeladen. Teilen. Wir werden das ganze nächste Jahr feiern. Also da wird es sicherlich dann die Gelegenheit geben, dann auf das ein oder andere Mal anzustoßen sicherlich. Und Cosmic Sports hat vor 25 Jahren ganz klein angefangen mit einer Handvoll Marken. Ritchie, was eigentlich so den meisten bekannt sein dürften, also die Cockpit-Teile eben herstellen. SDG, ein Mitbewerber im Sattelsegment, die aus Kalifornien stammen, auch ganz lange mit dabei. Und Scary Fast, also die Mountainbike-Nerds von früher, kennen vielleicht noch die Handschuhe mit der Rakete drauf. Das waren so die Marken, mit denen es losgegangen ist. Und dann sind wir über die Jahre gewachsen. Mega geil. Ich kenne nur eure Lichter. Wir hatten mal einen Laden in München. Nock haben wir rauf und runter verkauft. Habt ihr immer noch? Ich glaube, ihr feiert jetzt 25-jähriges? 20-jähriges mit Nock. Also wir haben gestern eine große Jubiläumsparty schon gehabt mit Ritchie 50 Jahre, Crank Brothers 25 Jahre und Nock 20. Ja, bei uns schweben immer noch die Luftballons oben an der Decke. Mega geil, cool. Dann, ich glaube, wir sind jetzt hier zum Abschluss, so ein bisschen da. Wollten einfach nochmal euch einen kleinen Einblick einfach mitgeben und vielleicht lehrst du uns ja mal nach Fürth ein und wir können euch alle Marken durchkauen, die ihr noch jetzt so habt. Wie viel habt ihr jetzt insgesamt? Ich kann es dir gar nicht mal so hundertprozentig beantworten. Wir haben auf jeden Fall 36 und möchte sagen, alles was halt Fahrradfeinkost ist. Feinkost. In unterschiedlichen Segmenten, also das heißt, unser Steckenpferd ist sicherlich das MTB-Thema, aber wir haben natürlich auch nochmal einen ganz großen Block im Gravel-Segment, Adventure Cycling. Und da wird eigentlich jeder, der sich für das Thema Mountainbike oder Fahrrad begeistert, früher oder später eh bei uns landen, beziehungsweise dann beim lokalen Fachhändler, den wir nämlich beliefern. Denn der Endkunde kann uns zwar erreichen, aber direkt bestellen bei uns kann er nicht. Heißt sozusagen, wenn ihr bei dem Radhändler die Bibel seht, die können man aufschlagen und da gibt es dann ganz klar alles, was das Herz begehrt. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Wir bedanken uns wieder fürs Zusehen und so wie wir das Video begonnen haben, so enden wir es diesmal auch und zwar mit einem Panoramaschwenk von der Eurobike. Genau.